gebracht. Der eine von der anderen Seite, der bewegt sich da fast gar nicht weg. Die haben mich ein bisschen kalt überrascht. Ich dachte nicht, dass die da durchpatrouillieren. Das war fahrlässig von mir. Habe ich witzigerweise auch angenommen, dass die Infizierten wenigstens einen töten. Ja, das ist auch nicht passiert. Was für dich. Unten kommt noch einer. Ich glaube, der kommt auch hoch. Nee, der irrt einfach nur unten herum. Ich sehe nicht mehr. Da. Okay. Ich weiß nicht, ob in der Bank jetzt noch jemand ist. Das war's für die. Alles ruhig. Gut. Alles klar. Ja. Oh, schade. Ja, aber Fehler passieren. Okay, dann looten wir hier mal schnell durch. Ich dachte halt, das sind irgendwie noch drei, die da rumrennen. Oder waren vier und da wurde noch der ein oder andere getötet von den brauche ich Klebstoff nur dafür. Machen wir das trotzdem mal. Das war aber falsch. Das waren halt einfach irgendwie gefühlt sieben, die da noch rumschlichen. Und die Infizierten haben, glaube ich, gar keinen getötet. Das sind einfach zwei Infizierte, die an der gleichen Stelle gestorben sind. Aber das ist also mit diesen Annahmen. Man soll ja nicht einfach annehmen. Voll wissen. Da war noch eine Schublade beim Aktenschrank. Ja, nice. Wichtige Steuerunterlagen. Naja, da was Gutes drin sein kann. So, 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 so. Okay, hier haben wir alles. Im Truck hatten wir noch was gesehen, als wir zurückgerannt sind.
Ja, genau. Ich würde eigentlich viel lieber wieder so eine Nagelbombe bauen können, als das, was wir jetzt haben. Das heißt drum, so, hier hatten wir noch ein kleines Lädelchen, da sind wir nicht rein vorhin. Wir waren auf der anderen Seite, hier war ja noch einer am Patrouillieren, deswegen konnten wir hier gar nicht reingehen. Eine Patrone. Sag ich nicht nein. Ah, dass ich meinen Schalldämpfer so dämlich verbraten habe, ne? Ich habe versucht, ihm einen Headshot zu geben, bevor er den anderen Alarm sagen kann, also geben kann. Und das Einzige, was stattdessen passiert ist, dass ich einfach alles daneben geschossen habe. Applaus on me. Richtig schlecht. Er war ja richtig schlecht. Ja, das nächste Mal töten wir einfach alle, bevor wir irgendwas machen. Irgend etwas looten. Bevor meine Gier mich selbst nahezu in den Tod schickt. Obwohl, mit der Ausnahme davon, dass wir ein bisschen... Ui. Wissen, was verloren haben an Gesundheit und ein bisschen Munition, ging es eigentlich ganz gut. So. Die Lumpen sind voll. Die Lumpen sind voll. Nichts. Scheiße. Bin immer so super enttäuscht, wenn ich so, so ein Dings aufmache. Also ich bin brutal enttäuscht jedes Mal, wenn ich so eins aufmache. Und es ist einfach nichts drin. Richtig trist. Und jetzt? Wir müssen durch diese Kontrollpunktmauer. Die Gebäude sind auf der anderen Seite. Seh dich um. Es muss einen Weg rübergehen. Ja, im Gebäude. Wir waren im Prinzip schon drüben. Ja, wir machen oben noch schnell einen Rundgang hier. Ja, guck an, lohnt sich schon. Wie gesagt, eine Nagelbombe wäre halt toll. Das Gewehr würde ich mitnehmen. Ich finde die Farbe auch schön. Gelb. Gelb. Das ist aber grün, Exos. Ja, grün. Zum Glück gibt es im Spiel auch eine Story. Looten wäre sonst langweilig. Looten ist halt super wichtig. Gehört halt einfach dazu. Glaube ich. Gib mir mal ein Sekrüntchen. Ja, guck, Alkohol, Molotovs. So, können wir die Infizierten mal auf einen Fleck locken und mal schön in Brand setzen. Hier ist der Ausgang. Das ist die andere Seite von, also hier, ne? Wo wir ursprünglich durch wollten. Okay, wir sind drüber. Und jetzt? Jetzt helfen wir uns gegenseitig hier hoch. Hey, Dina. Ja. Grün ist ein rotes Gewehr. Die Verzierung vorne ist grün. Nicht mein Gewehr. Das von dem anderen, das auf dem Boden lag. Nimm meine Hand. Hey. Dieses runde Gebäude sieht aus wie der TV-Sender. Ja. Komm. Ich habe mir gerade überlegt, auf der anderen Seite... Ich weiß nicht, ob ich das alles ohne dich geschafft hätte. Na sowas. Klappe. Ich hätte dich das nie allein machen lassen. Oh, Scheiße.
zum Teufel war das? Er ist in eine Falle gelaufen. Eine was? Explosivfalle. Pass auf, wo du hintrittst. Ups. Kriege ich jetzt meine Nagelbombe? Okay, wir müssen aufpassen, wo wir hintreten, ja? Sind das auch? Wir lassen dir mal auf mich zukommen. Ich will mal gucken, ob das... Ja, mach nur. Okay. Diese Drähte. Die hier. Ist das eine Claymore in XXL? Gesundheit ist voll. Patronen! Ich freue mich so sehr über Munition. Gut, gehen wir raus. Die Claymore da schieße ich sicher nicht an, ich bin nicht lebensmüde. Wieder labert im Chat. Du, okay. Warum habe ich den Eindruck, dass wir unten durch müssen? Ja. Das schätze ich eben auch. Wo willst du hin? Hey, warte kurz. Wo willst du hin, Ellie? Hallo? Voll streng. Ja, guck. Teile, Munition. Überhaupt Sache mich zuerst anpöbeln. Eigentlich ist mein Ziel schon nochmal zurückzuwechseln. Ah, just saying. Irgendwelche Wolves? Ich sehe keine, aber schwer zu sagen. Das sind Blumen. Oh, Ellie? Fuck. Mir geht's gut. Na los. Such a fun. Ich will einfach irgendwann mal was finden. Ja. Was, wenn sie weg ist, bis wir da sind? Darüber will ich jetzt lieber nicht nachdenken. Wir sollten solche Stolperdrähte um Jackson auslegen. Vielleicht ein guter Weg, mit den Horden klarzukommen. Ja, das wäre gut. Obwohl, wahrscheinlich auch andere erwischen würden. Wir könnten Namensschilder aufstellen. Was, wenn sie nicht lesen können? Dann eben Zeichnungen. Ein Fuß, der über was stolpert und ein großes Feuer. Ich könnte sowas bauen. Mir. Ich mag dich. Ich will das schriftlich. Ich habe meinen Freund von Joel getroffen. Er hat die ganze Stadt vernichtet. Wie konnte der irgendwer leben? Er war der Einzige. Na gut, Billy. Hat ganz alleine in einer Stadt gelebt? Hey, da. Billy ist aber auch ein bisschen crazy. Eine, die will, dass wir ihre Liebe spüren.
Meinst du, sie hat was mit den Wurfs zu tun? Keine Ahnung. Das ist echt komisch. Naja, in einem Brief stand ja etwas von Fanatikern. So, Fanatiker, die weder Fedra noch Wolves. Gab es noch eine Fanatikergruppe. Zumindest in Textform stand es im Brief. Ich gehe davon aus, dass noch eine weitere Fraktion hier auf den Plan tritt. Die crazy drauf sind. So, okay. Sprengstofftechnisch können wir nichts mehr machen. Wir sind voll. So, was haben wir hier Schönes? Also. Viv, ich hoffe, du bekommst diesen Brief. Ich habe gesehen, was passiert ist. Die VLF ist in euer Haus eingebrochen und hat alles rausgeholt, was Jimmy gestohlen hat. Schmuck, Ausweise, Lebensmittelkarten. Er hat sich geweigert, ihre Fragen zu beantworten und immer nur gesagt, er wüsste nicht, wo das alles herkommt. Ich habe versucht, mit ihnen zu reden, ihnen zu erklären, wie schwer wir es hier haben, dass die Fedra uns vergessen hat und dass wir alle Dinge tun mussten, auf die wir nicht stolz sind. Sie schienen sich zu beruhigen, aber dann haben sie ein paar Seraphitengebete in unseren Taschen gefunden. Was ist das denn? Wir haben versucht, sie aufzuhalten. Es tut mir so leid. Das, Fanatiker. Ich weiß nicht, das wirkt halt so wie eine religiöse Vereinigung, die versucht mit ihrem Glauben, in der Hoffnung, dass das was bringt, das zu machen. Alle tot? Ach du Scheiße. Die wurden alle erschossen. Hey, sieh mal. Es gehört Tommy. Die Infizierten haben sich daran ausgetobt. Ist alles okay? Ja, tut mir leid, es ist nur der Gestank. Okay. Er muss zu Fuß weiter sein. Können wir wieder aufbrechen? Ja, alles gut. Bitte. Ja. Armes Pferd. So. Wir gehen nochmal kurz hier nach hinten. Hat sich schon gelohnt. Wir könnten Schalli bauen. Obwohl das bis jetzt ja nicht so prächtig funktioniert hat, weil ich so grandios daneben schieße. In Boston war es nicht so, oder? In Boston war auch kein Bürgerkrieg. Die Fireflies haben sich nie auf diese Art gewehrt. Die Fireflies wollten ja eigentlich auch nicht unbedingt... Also... Nein. Die Fireflies sind ja nicht prinzipiell böse gewesen. Die haben ja teilweise sogar nicht angegriffen, sondern die wollten einfach ihr eigenes Ding durchziehen. Das Militär hat ja bewusst die Fireflies teilweise angegriffen. Neben all den anderen Dingen, die sie echt scheiße gemacht haben, aber... Siehst du den TV-Sender? Ja, er ist da lang. Ziemlich klar, cool. Bergauf. Wow. Er Tote. Mehr Erschossene. Tommy ist hier auf jeden Fall langgekommen. Ich hätte erst dadurch. Ich bin ziemlich sicher, dass er dadurch. Aber ich nehme an, dass wir hier nicht durchkennen, weil er das blockiert hat. Stabile Barrikade. Okay, tja, also nicht da lang. Oh, hier Stopp. Sind Minen. Stolperdraht. Ach, shit. Gute Augen. Die sind überall. Wahrscheinlich für Infizierte. Trotzdem. Ein falscher Schritt.
Ja, wir müssen vorsichtig sein. Scheiß. Ich will sie eigentlich nicht in die Luft jagen. Ja, warte mal, da ist eine Tür. Widerstandquadrat. Versuch mal keinen explosiven Lärm zu verursachen, okay? Sportart. Nice. Die haben doch sicher Pillen hier. Böswillige Unterstellung. Ich höre irgendwas außen, aber wir gucken jetzt erstmal, was wir noch basteln können. Ein bisschen Teil haben wir hier gefunden. Es hat nicht gereicht für... Ah doch, Tatsache. Oh, here we go, meine Damen und Herren. War gerade ein kurzer Lag im Stream, ja. Entschuldigung. Dürfte, habt aber nicht viel verpasst. Ich frage mich, wie sehr es wumst, wenn ich über so eine Stolperfalle drüber laufe. Die haben dieses ganze Gebiet voll im Griff. Hier kommt wahrscheinlich nicht oft einer durch. Das wäre dann der Silberstreif. Das hohe Gras macht mich nervös. Ja, die sind schwerer zu sehen. Ja, ich gehe auch davon aus, dass irgendwo im hohen Gras mal hier ein Infizierter liegt, den wir nicht sehen. Also nicht nur, dass wir das hohe Gras effizient nutzen, sondern auch... ja, ich glaube, ist klar, oder? Okay, so weit kann ich nicht springen. Lagnumine. Ich wollte das nur testen, um zu gucken, ob das wirklich wumst. Verdammt. Mehr von dem Zeug. Huh. Jetzt kann ich es ja doch öffnen, lol. Also hier kann man durch, warte. Okay, hier kann man durch, sehr schön. So, du da erschreckt. Alle wieder da? Alle wach? Alles gut? Heilige. Ich bin raus! Wow.
alles okay? Ja. Ja. Was ist mit diesen Türen los, dass die chronisch immer wieder zugehen? Okay, es gibt Infizierte ohne Füße. Lassen die mich einfach nicht raus. Ich finde das voll frech. So, okay, also wir haben sehr, sehr viel Stuff, aber sehr wenig Munition. Also hier haben wir safe keinen. Hier. Hallo? Sieh zu, dass du den Umschlag von Montagmorgen zur Bank bringst. Als Kombination habe ich die letzten 6 Ziffern von Statics Telefonnummer genommen. Ich dachte, das kannst du dir gut merken. Hehe. Ja, scheiße, jetzt ist das letzte Stückchen aber abgebrochen. Es ist 01 und die letzten 2 sind nicht dabei. Hier, oder? 602-555-0... Oh, Moment, Mann. Und wir haben hier an der Wand vermisste Katze. 206-555-0123. Oh, verdammt. Habe ich das falsch gemacht? Call Stacy. 555-0133. Du willst Spaß haben, ruf Stacy an. Also 555-0133. Interessant, dass die Nummern so nah beieinander sind. Nice. So, wir werden mal wieder Mollys und so brauchen müssen. Demnächst. Soll ich nochmal über eine Mine laufen? Seid ihr alle noch da? Nervös. Ja, die sind schwerer zu sehen. Doch nicht? Okay. Für mich war es mega viel Spaß. Ich habe mich total erschrocken. Ich meine nur... Wir müssen wahrscheinlich unten durch. Sieht man fast nicht, ne? Sieht man einfach fast nicht. Heftig.
Nimm den Charlie mal runter. Ja, Kacke, wie kommen wir jetzt hier durch? Ja. Da ist der TV-Sender. Wir kommen wahrscheinlich nicht drum, einer dieser Dinger zu sprengen. Schlau. Das geht. Ja, habe ich mir von Joel abgeguckt. Glaubst du, das hat jemand gehört? Das war ziemlich laut. Augen offen halten. Ja, deswegen wollte ich es ursprünglich auch nicht machen. Verdammt nochmal. Ja, die Mine ist da. Und die Mine ist in der Ecke, also. Ich springe einfach bewusst nicht alle Minen. Weil, wenn irgendwo noch ein Infizierter angerannt kommt, ist vielleicht ganz gut. Dass noch ein paar übrig sind. Shit. Bleib da unten. Die Treppe ist verdrahtet. Kannst du sie hochjagen? Nicht hier. Hab ich gar nicht gesehen. Das ist nicht gerade unauffällig. Vielleicht kommt Lea ja zu uns. Ja. Oder sie locken uns in einen Hinterhalt. Ja, oder das. Das ist zu. Müssen wir rechts rum. Oh nein. Ich muss da rein. So. So, weiter geht's. Da ist er. Leise jetzt. Der böse Fernsehturm. Hier müssen wir hin. Scheint leer zu sein. Ja, wohl eher weniger. Glaube ich nicht. Ja, mich auch nicht. Siehst du einen Weg rein? Noch nicht. Wir werden einen finden. Ja, definitiv brauchen wir mehr unsere Granaten und Sachen einsetzen. Okay. Ja, aber das nehmen wir natürlich noch mit. Das können wir nicht hier stehen lassen. Da wäre ja unten. Können wir hochklettern? Unerhört. Können wir nicht rein? Hm? Mal wieder hochgehen. Schnelle Autos angucken. Irgendwo muss ja mal was drin sein, oder? Ich meine, kann ja nicht sein, dass ich einfach. Vielleicht ist auch meine Spielversion kaputt. Und bei mir ist einfach nichts drin in den Autos. Who knows? Maybe, maybe. Mm, I see, I see. Oof.
Das Panorama sieht dann schon geil aus. Seattle. Oh, fuck. Brutal. War das Tommy? Gehen wir rein. Pfeile. Kann ich die mitnehmen? Nein, sind abgebrochen. Und die kommen jetzt... Ah, da. Da kommen die rein. Ich bin gespannt.